Die Fahrgäste haben auch noch nicht gemeckert. Aber es wird vielleicht alles noch kommen. Ich meine, wir haben jetzt auch noch ein bisschen Strecke vor uns. So, ich glaube, ein, zwei Haltestellen, die auch noch sehr weit auseinander sind. Es wird auf jeden Fall noch. So, da dürfte jetzt aber endlich, glaube ich, eine Haltestelle folgen. Das heißt, ich werde schon mal ein wenig langsamer. Nein, 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 ich hab's wieder zu stark. Oh, jetzt habe ich mit dem Nachläufer was mitgenommen. Bremsen. Bremsen, 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 bremsen. Oh Gott. Diese Reaktionsgeschwindigkeit. Und wie ich jetzt einfach so rüberslide. Einfach so richtig gut rübersliden. Das ist auch... Nein, nein. Okay, ich habe wieder jemanden mitgenommen. Ein Auto. Ein rotes Auto dieses Mal. Ist bestimmt auch auf dem Weg gewesen zu diesem Auto, der... Oh, die Oma ist aber noch mutig. Die will noch sitzen bleiben. Mutig. So, Eschfeld. Ihr könnt auch vorne einsteigen, falls ihr wollt. Aber nö, ihr wollt einfach nur hinten einsteigen. Gut. So, da hinten ist jetzt auch zu. Jetzt komme ich nicht vom Fleck. Warum komme ich nicht vom... Achso, Parkbremse. Damit habe ich nämlich ein bisschen schneller gebremst. Und der Bus dreht schon wieder durch. Ah, ich mag diese Chaosfolge jetzt schon. So, hier haben wir wieder Kurve und bergauf. Ist auch gefährlich. Eigentlich ist alles hier gefährlich mit diesem Bus. Egal, was man macht, man kommt hier irgendwie von der Spur ab. Ich meine, wenn ich jetzt einmal so lenke, dann, ja, passiert das gleich wieder. Aber jetzt habe ich gelernt, wie man das kontrolliert. Zumindest langsam kontrolliert. Das heißt, mir würde jetzt nicht wieder ein größerer Fauxpas passieren. Außerdem, da würde mich ein Zaun aufhalten, hier würde mich ein Leitpfosten aufhalten, die übrigens auch eine interessante Kollision haben. Ja, das ist lebensgefährlich. Knapp, knapp für den VW-Bulli-Fahrer. Und die Oma, die bleibt auch einfach noch sitzen. Die lässt sich nicht aus der Ruhe bringen. Will unbedingt mit an das Ziel fahren. Na okay, jetzt möchte sie auch aussteigen, jetzt hat sie auch ein bisschen... Jetzt ist sie auch genervt von dieser Fahrweise. Also, sie hat bislang noch nicht ihren Standardspruch abgegeben zu dieser Fahrt. Sie ist nichts für meine alten Beine. Ja, okay, oh. Ping-Pong möchte ich hier nicht spielen. So, wie komme ich da jetzt wieder am besten... Schaffe ich das? Schaffe ich das? Schaffe ich das? Ich schaffe es. Den möchte ich aber nicht mitnehmen. Der darf fahren. Genauso wenig möchte ich noch einmal hier den Leitpfosten mitnehmen. So, aber wir dürfen jetzt schon den Bus zum, ich glaube, vierten Mal reparieren. Ich nehme gleich schon wieder den Leitpfosten mit. Oh Gott. Es ist so schlimm. Das Taxi, das ist auch wieder mutig. Ich meine, ich könnte jederzeit wieder losfahren und alles wieder hier mitnehmen. Und da bleibt auch immer noch einer sitzen. Also einige von den Fahrgästen sind echt mutig. Ich wäre schon lange hier irgendwie rausgesprungen. Hätte mir so ein Nothammer gegriffen und wäre während der Fahrt so rausgesprungen wie so ein Held aus so einem Actionfilm. Oder hätte mich angeschnallt. Wobei, wenn jetzt gleich wieder hier dieser Abgrund kommt, dann wäre ich glaube da, dann wäre ich glaube ich auch nicht sicher. Bei uns in der Gegend ist ja mal ein Bus in einen Kanal gefahren. Ist wirklich passiert. Aber ich glaube, da war eigentlich nur eine Person drin. Also die Busfahrerin oder der Busfahrer. Oh oh. Bremsen, bremsen, bremsen. Kurve nehmen.
Yay! Zum fünften Mal. Ich glaube, den brauche ich mittlerweile auch gar nicht mehr reparieren. Der geht eh immer kaputt. Aber wobei, ich möchte noch gerne den Durchblick hier behalten. So, aber jetzt sollte ich hier aufpassen, weil da ist nämlich ein Fluss. Wenn ich da runterfalle, dann habe ich verkackt. Aber ich glaube, die nächste Haltestelle dürfte sogar schon Edbruck sein. Nein, nicht auf den Fahrplan gucken, blöde Idee. Dann habe ich gleich schon wieder, dann liege ich hier gleich schon im Fluss. So. Boah, den habe ich aber auch wieder knapp fast mitgenommen. Aber hier ist jetzt gerade zum Glück gerade Strecke. Das heißt, hier dürfte jetzt nicht allzu viel passieren. Ah, und wieder andere Straße. Ach nö, das ist nur ein Texturbug. So, ich glaube, den Fluss haben wir jetzt auch überwindet. Das heißt, da dürfte jetzt auch nichts mehr Gefährliches passieren. Hier kommt nur noch eine scharfe Kurve. Ja, jetzt krache ich hier gegen die Bergwand. Oh. Und schon wieder kaputt, der Bus. Aber aus dieser Lage habe ich mich ein bisschen besser befreit. So, Bruckaue. Oh, jetzt muss er auch nachladen. Ich glaube, Omsi möchte auch dieses Dilemma nicht mehr mit ansehen. Edbruck, Mühlensiedlung. Ah, da sind wir sogar schon hier, Edbruck. So, bremsen, bremsen. Die will doch auch noch mit. Ja, jetzt muss ich den Bus wieder reparieren. So, die will jetzt noch... nee, die will keinen Fahrschein. Okay. So, wie viele Fahrgäste haben wir denn noch? Ach so, nur noch die hier. Wieso komme ich jetzt nicht mehr voran? Ich lande gleich wieder am Straßenrand. Das ist nicht so gut. Aber Schubgelenkbus ist im Winter zumindest keine gute Idee. Vor allem, weil man jetzt auch überhaupt nicht vorankommt mit dem Bus. Naja, wenigstens... Oh, nicht den... Nicht Hilfe. Ich glaube, die nächste Haltestelle dürfte sogar schon. Muss ich da jetzt geradeaus? Nein, ich muss hier abbiegen. Zum Glück. Dann ist das hier nämlich schon die letzte Haltestelle. Der Bahnhof nämlich. So, jetzt muss ich da nur noch heile reinkommen. Ohne hier irgendetwas mitzunehmen. Dann kann eigentlich mir nicht, dann kann hier mir nichts mehr passieren. Außer, dass noch einmal der Bus durchdreht. So, Edbruck Bahnhof. Hilfe. Will die hier nicht raus? Moment mal, wie muss ich jetzt fahren? Edbruck Bahnhof Steig 1. Steig 1. Will die jetzt nicht raus? Gut, dann werfen wir sie raus. Da. Geht doch. Zwar muss ich mit unrechten Mitteln hier kämpfen, aber es hat dennoch geklappt. So. Dann könnte ich ja auch theoretisch auch nochmal eben in den
Betriebshof hineinfahren. Der ist ja jetzt gleich hier an der Seite. Aber ich baue natürlich auch noch wieder einen Unfall. Oh, was war das? Ah, Knickschutz. Okay, wie war das nochmal mit dem einfach hier reinfahren? Hm, nicht so eine gute Idee. Vor allem, weil ich mich hier jetzt irgendwie nicht befreien kann. Na gut, dann würde ich doch mal sagen, das schaffe ich hier, glaube ich, nicht mehr, mich aus dieser Lage hier zu befreien. Zumindest, ja, doch, ich bewege mich nach vorne, das heißt, ich komme voran. Aber es wird, glaube ich, nichts, dann mache ich das mal eben anders, dann mache ich das mal eben, oh, der Nachläufer bewegt sich immer noch. Nein, 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 jetzt habe ich wieder viel zu stark nach da gelenkt. Okay, aber in die Bushalle fahre ich jetzt nicht noch rein, das wird auch nochmal schlimm, weil ich da auch wahrscheinlich rückwärts reinfahren müsste. Wobei, ich bin einfach mal arschig zu dem nächsten Busfahrer und fahre vorwärts hinein. Dann darf der sehen, wie er den Bus hier rückwärts rausbekommt. So, mal sehen, geht das auch hier so raus? Ich muss ja eigentlich nur hier einmal draufdrücken. Nee, geht natürlich nur aus der Außenansicht. Tada, das Tor öffnet sich nämlich. Jetzt muss ich dann nur noch irgendwie reinkommen. Stopp, stopp, stopp. Und Knickschutz ist wieder drinne. Und das wird hier nichts mit dem Reinfahren. Das... Obwohl... Na gut, der Bus ist jetzt kaputt, aber der ist jetzt schon hier in der Wagenhalle. Okay, jetzt habe ich den Bus endgültig festgefahren. Na super. Ich könnte es natürlich auch so machen, dann... So. Noch einmal eben reparieren. Tür auf. Motor aus. Scheibenwischer aus. Innenlicht. Elektrik. Und... Okay, die Bushalle ist nicht für Gelenkbusse ausgelegt, wie ich hier gerade merke. So, gibt es hier auch noch einen Schalter, womit ich dann die Tür zumachen kann? Nee, jetzt habe ich hier gerade irgendwas geöffnet. Habe ich denn was geöffnet? Okay, gibt's nicht. Dann muss ich nochmal eben Elektrik an und dann Tür zu. Gut, der Bus, der ist hier dann auch ein bisschen zu lang für die Bushalle, wie ich gerade gemerkt habe. Deswegen schließt sie sich jetzt... Oh, die schließt sich doch. Und schneidet den Bus einfach mal durch. Ja, gut. Ich muss den zum Glück nicht wieder fahren. Das war ja mein Abenteuer hier mit einem Schubgelenkbus im Winter. Ich glaube, so oft bin ich noch nie von der Straße abgekommen. Auch nicht im Winter hier. Es war einfach nur grässlich. Aber ich denke mal, es war wenigstens ein bisschen lustig. Das hier finde ich jetzt auch lustig, dass das hier so geht. Aber auf jeden Fall muss ich mir merken, den Bus darf man dann hier nicht drinnen spawnen, weil der dann hier nicht reinpasst in die Halle. Weiter nach vorne hätte ich jetzt auch nicht fahren können, da wäre der immer noch hätte er immer noch nach draußen geguckt. Aber na gut. Wie gesagt, ich hoffe, euch hat diese Chaosfahrt ein bisschen wenigstens gefallen. Und dann würde ich mal sagen, macht's gut, bis zum nächsten Mal und tschüss.